Guten Morgen in den Saal auch nochmal von mir. Der ein oder andere kennt mich vielleicht. Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von 4 und 1,5 Jahren. Bin 2008 in diese Partei eingetreten. Seit 2013 bin ich Kreisvorsitzende in Oberhavel und seit der vergangenen Kommunalwahl 2014 habe ich auch ein kommunales Mandat in Legebruch. Also es ist nicht so, dass es mir an Freizeitgestaltung mangelt. Und es ist schon so, als ich mir überlegt habe, ob ich hier für diesen Landesvorstand kandidiere, und Lust dazu hatte ich sofort. Aber ich habe mir schon die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt gestellt. Die Anna hat es ja vorhin kurz angeschnitten, aber es ist einfach schwierig, es ist einfach schwierig. Und trotzdem ist die Lust so groß und ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich und vielleicht noch ein paar andere, auch junge Frauen und vielleicht die, die auch ähnliche Gedanken sich in dieser Sache machen, vielleicht finden wir dann auch noch mal Wege, um ein bisschen anders genau mit dieser Problematik, ich nenne sie jetzt mal Problematik, umzugehen. Seit ich in Oberhavel aktiv bin, ist es immer wieder spürbar und zunehmend auch in den vergangenen Jahren, dass die Arbeit im Kreis auf immer weniger Schultern verteilt wird. Und ja, Josie hat natürlich recht, hier sind junge Leute und die sieht man hier auch und die nimmt man hier auch wahr. Aber trotzdem wissen wir schon, wie die Altersstruktur in diesem Landesverband ist. Es ist einfach so. Und viele Genossen kämpfen jeden Tag dafür, dass die Partei die ganz normalen alltäglichen Sachen erledigt, geschweige denn Wahlkämpfe führt. Und ich glaube, dass das eine große Herausforderung wird, so mit Blick auf die nächsten 10 bis 15 Jahre. Jetzt sage ich nicht, ich bin die nächsten 10 bis 15 Jahre in diesem Landesvorstand, aber für die nächsten 2 strebe ich erst mal an, dass wir da vielleicht ein bisschen was tun können. Und es klingt vielleicht hart, aber ich stelle mir eben einfach die Frage, wie können wir weiterhin erstmal unsere eigenen Genossinnen und Genossen motivieren? Wer wird denn 2019 noch die Lust und die Zeit haben, für diese Partei auf kommunaler Ebene zu kandidieren? Denn es ist einfach schwierig. Wir haben ja ein paar Bürgermeisterreden gehört, auch gestern. Aber es ist jetzt, wir haben in Oberhavel haben wir nächstes Jahr in den 2 größten Städten, in Oranienburg und in Henningsdorf, haben wir Bürgermeisterwahlen. Und ich glaube, dass das alles schwierig wird zu stemmen. Aber dieser kommunale Anker, den brauchen wir einfach. Und wir brauchen auch diese Hauptverwaltungsbeamten, um klarzumachen, dass diese kommunale Verankerung hier für diese Partei wichtig ist. Denn genau diese ganzen Ziele und Themen, die angesprochen wurden, Bildung, Kita, Inklusion, Barrierefreiheit, das wird doch alles auf kommunaler Ebene umgesetzt. Da sind doch unsere kommunalen Mandatsträger, die entscheiden, wir brauchen da mehr Kita-Plätze, diese Grundschule muss offen bleiben oder ähnliche Sachen. Ja? Also da sind wir ja am Kern der Sache, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe die Hoffnung, wenn ich in diesem Landesvorstand mitarbeiten kann, dass wir eine bessere Rückkopplung auf die kommunale Ebene hinkriegen und dass wir vielleicht wirklich Wege gemeinsam finden, wie wir wieder mehr Leute dazu motivieren und Lust dazu machen, auch wirklich an der kommunalen, auf kommunaler Ebene für diese Partei zu streiten und für diese Ziele, die wir hier uns immer wieder auch auf Landesebene setzen, die umzusetzen dann in der Stadt oder in der Kommune. Ein letztes vielleicht noch, weil das Thema nun mal allgegenwärtig ist. Bei uns haben für den 16.03. haben sich Leute in Oranienburg angekündigt, die den sogenannten 11. Abendspaziergang führen. In ganz Oberhavel haben sie die mittlerweile gemacht. Und es ist so, dass es nicht sein kann, dass nur weil Menschen immer mehr das Vertrauen in Politik und in die Parteien vor allem auch verlieren, dass das missbraucht wird und dass sie dann Parolen von AfD und NPD hinterherlaufen. Wir haben vergangene Woche ein Forum wiederbelebt, das es schon lange gibt, das Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt in Oranienburg. Wir haben versucht, uns neu aufzustellen. Es waren Parteien vor Ort, Gewerkschaften, es waren Schülerinnen und Schüler vor Ort, es war eine Lehrerin da, auch so engagierte Bürgerkirchen. Und wir müssen daran arbeiten, dass wir genau diese Partner, die wir schon lange haben, wieder richtig dafür aktivieren und gemeinsam eben gegen alles, was hier an rechten Parolen verbreitet wird und was die Gesellschaft weiter auseinandertreibt, dass wir dagegen gemeinsam ankämpfen. Und ja, auch das möchte ich im Landesvorstand natürlich stärken. Danke. Danke.